In unseren letzten Ausgaben haben wir uns mit dem Thema Geräuschminderung beschäftigt. Ein herkömmlicher PC wird von uns zum Silent PC umgerüstet. Sie. WD Black. Performance Storage. Purpose built for gaming. Drive your game. Bevor Sie richtig loslegen können, sollten Sie sich die nötigen Utensilien besorgen. Sie benötigen einen Passivkühler für die Grafikkarte, wenn diese über einen sehr geringen Wärmeabgabewert verfügt. Diese Lüfter ersetzen die alten Krawallmacher. Einen erheblichen Lärmanteil im PC erzeugt das Netzteil. Sie können den überdimensionierten Lüfter gegen einen leiseren austauschen oder ein neues Gerät einbauen. Unser verwendetes Netzteil konnte in unserem Test durch besonders gute Leistungs- und Geräuscheigenschaften überzeugen. Wer einen riskanten Eingriff scheut, sollte ein Silent-Netzteil wie das Koba PS350S mit 350 Watt kaufen. Der Austausch ist wesentlich unproblematischer als eine Lötmaßnahme, bei der in das Netzteil ein neuer Lüfter eingebaut werden würde. Nicht benötigte Kabelstränge werden mit einem Kabelbinder weggebunden, um den Luftstrom im Gehäuse nicht zu behindern. Um die Geräuschentwicklung am Zentralprozessor zu verringern, muss auch ein neuer Lüfter für die CPU installiert werden. Wir entschieden uns für einen 8 cm Lüfter mit entsprechendem Trichter. Alles zusammen erzeugt einen Geräuschpegel von nur 19 dBA. Tauschen Sie den aktiven Kühler gegen einen passiven aus. Die passive Kühlung ist aber nur für Grafikkarten mit geringerer Wärmeabgabe geeignet. Es empfiehlt sich, den Standardkühler gegen einen passiven Kühlkörper zu ersetzen. Sehr wichtig ist die Wahl der Festplatte. Ein entsprechend richtiges Modell erfordert keine Dämmung mehr. Dämmmatten perfektionieren den Silent PC. Bringen Sie diese an allen Seitenteilen an und schneiden Sie die Matten vorher auf die richtige Größe, um nichts zu versperren. Unser PC ist nun fertig und sehr leise. Damit können Sie auch nachts arbeiten und seelenruhig daneben einschlafen.